Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Credo. Und heute werden wir nochmal das System vertiefen, wie ich ja schon letzte Folge angekündigt habe, welches ich euch vorgestellt habe. Das Ausschlussverfahren mit, ich würde sagen, einer guten Taktik, um sehr, sehr viel auszuschließen, um gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel erfahren zu können mit Gerüchten, mit Fragezeichen und Zahlen. Wenn man es so sagen, so kann man es sagen eigentlich. So, wir gehen erstmal wieder zu einem Ort, den wir nicht haben. Wir haben zwei Orte und eine Person, finde ich eigentlich ganz nett. So, wir nehmen jetzt mal, weil ich glaube, dass dies war, wir nehmen jetzt noch von Quartz mit der Rohrzange. Das ist gut, wir wissen einen weiteren Ort. Orte sind immer gut. Und mit den beiden könnten wir vielleicht schon gelandet haben. Vielleicht. Orchidee haben wir selbst. Seil nicht. Oh. Oh. Also. Grün kann nicht Orchidee gezeigt haben, aber dafür das Seil. Oder das Musikzimmer. Beides auch nur noch hier bei der guten Orchidee selbst. Das wird sehr interessant. Und Gloria hat Pech mit den Würfeln. Okay. Außerdem kann ich mal kurz sagen, hier ist es ja so, dass ja immer hier in den Raum, wo ja das Gerücht aufgestellt wird, die Person, die man ja verdächtigt, in den Raum geholt wird. Wir spielen das auf dem Brettspiel nicht, so kann ich mal kurz sagen. Aber natürlich spielen es andere auch immer anders. Also ich denke, jeder hat da so ein bisschen selbst dann ein Spielprinzip. So, oder eben. Oh! Ausrufezeichen. Eins weg. So, können wir aufschließen, weil hier stand die 1. Mit dem X. In Realität kommt es nicht automatisch, da muss man das demzufolge selbst machen. Und eben dann Orte, Personen, Waffen ausschließen. Gut, Blumen mit dem Seil. Hier. Da wird das Seil demzufolge gezeigt. Launch oder Blumen wissen wir nicht. Aber da mache ich jetzt kein Fragezeichen hin. Weil das halt noch alles offen ist. Kann es natürlich haben. Aber was bringt uns es, das Gerücht dann zu markieren, wenn wir wissen, ist es das Seil sicher. So, Gatov, Pistole, Billardzimmer. Wissen wir zu keinem der Sachen was. Demzufolge eine 2 Billardzimmer. Und Pistole. Und jetzt ist auch schon wieder so ein Fall aufgetreten. Wir wissen jetzt schon so gesehen, zwei Karten von Orchidee. Entweder ist Grün, Dolch oder Musikzimmer auf ihrer Hand. Oder Billardtisch, Pistole oder Gatov. Eines dieser Sachen werde ich jetzt erfragen. Weil es natürlich weniger ist, wäre es... Naja, eigentlich ist es gut, ins Musikzimmer zu gehen. Wenn sie das Musikzimmer hat, zeigt sie es uns. Deswegen nehme ich jetzt noch eine Person, wo wir kein Fragezeichen bei ihr haben. Und nimm dir zufolge auch das Heizungsrohr. Oh. Oh, das ist sehr interessant. Wir wissen jetzt schon, es ist das Musikzimmer. Gegenstand wissen wir noch nicht. Und Blumen könnte es sein. Das ist sehr interessant. Also, sie kann jetzt noch von... Runde 1 oder von Gerücht 1 Dolch oder Grün auf der Hand haben. Eins von beiden. Herzimmer haben wir markiert. Das wissen wir jetzt nicht, ob sie diese Karte hat. Von Ports und Leuchter. Also. Von Ports geht schon mal nicht. Das heißt, Leuchter oder das Billardzimmer. Weil von Ports ist ja hier ein X. X den Xer. So.
Idioten. Schade, haben wir leider nicht selbst. Orchidee haben wir und solch. Okay. Bibliothek. Dolch. Oder Orchidee. Nee, Orchidee nicht. Dolch oder Bibliothek. Okay. Also meine Vermutung wäre aktuell Blumen im Musikzimmer mit der Rohrzange. Oh. Also wir haben jetzt schon, wir haben Gloria jetzt diesmal, was ich sogar auch eher vermuten würde, dass hier Blumen Gloria auf Hand hat. Das Heizungsrohr, wissen wir, geht schon mal nicht. Und wieder das Billardzimmer. Die dritte Person, die das Billardzimmer haben könnte. Das ist jetzt interessant. Sehr, sehr viele wollen jetzt gerade ins Billardzimmer. Orchidee-Rohrzange. So. Es kann schon wieder das Billardzimmer sein. Orchidee geht nicht. Rohrzange geht. Und das fucking Billardzimmer. Wir müssen auch ins Billardzimmer. Irgendwas ist da am Happening. Wer ist denn jetzt so... Grün ist jetzt so blöd und geht in die... Ach nee, war ja schon drin, okay. Orchidee und Seil. Warum? Alle haben gedacht, das wäre Orchidee, nämlich weil sie so oft gefragt wurde. Mann. Aber die anderen wissen das nicht, obwohl, warte... Sechs. Ihr wisst, wo wir hin müssen. Da müssen wir jetzt unbedingt hin, um da jetzt Klarheit zu haben. Wie auch alle anderen, um da auf ein Level zu sein. Demzufolge müssen wir von Ports nehmen. Wir müssen von Ports nehmen. Mit der Pistole. Fuck, die Pistole nicht. Scheiße. Ah, okay, aber somit kann sie... das Billardzimmer nicht mehr haben und auch nicht Gatthoff. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3. Okay, wir müssen noch zwei der Gegenstände hier erraten. Bibliothek. Ich wollte gerade wieder Billardzimmer sagen. Bibliothek. Blumen. Oh, warte mal. Blumen geht nicht. Rohrzange. Bibliothek. Oh, okay. Also hier Fragezeichen 2. Also safe müsste von Ports die Bibliothek haben. Wichtig ist auch noch Klarheit über das Billardzimmer zu bekommen. Das ist ein bisschen blöd. So. Weil trotzdem wurde das sehr viel gefragt, obwohl ich weiß, dass es das Musikzimmer ist. So. Musikzimmer geht nicht. Blumen oder die Rohrzange. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist gerade hier sehr, sehr interessant. Also Blumen oder die Rohrzange. Hier ist die 2 weg. Wo ist die 2? 2 ist nur da unten. Das heißt, hier kommt die 2 weg. Hier kommt der Haken hin. 1 weg. 2 weg. Und demzufolge kann das auch weg. So. Das ist das Gute ja hier, weil das automatisch passiert. In Realität, naja, hier geht ja, sag ich mal, so eine Runde vielleicht so, wenn man das vielleicht noch mit anderen spielt und jetzt nicht mit der KI, geht es vielleicht so eine halbe Stunde, so hochgerechnet. Ja, Heizungsrohr wurde gezeigt, euch Idee geht nicht, Musikzimmer auch nicht. In Realität brauchen wir so schon so auch so 30, 40 Minuten. So, wieder das Musikzimmer. Jetzt wollen es da alle wissen. Mit Blumen. Oh, und eine Pistole. Okay. Wir wissen, kann es nicht sein. Demzufolge diese Karte. Jetzt passiert auch wieder was. Denn wir wissen jetzt alle Karten. Das erste Mal jetzt auch mit diesem Prinzip. Und somit wissen wir, kann keine einzige Karte mehr haben. So. Weil wir wissen immer noch nicht den Gegenstand.
möchte ich mal kurz sagen, weil guck mal, das hier geht nicht mehr. Das hier geht nicht mehr, das hier geht nicht mehr, das hier geht nicht mehr. Überall können wir da ein X machen. Und das war gerade eine sehr gute Runde. Arbeitszimmer. Das ist blöd, ich muss die Karte zeigen. Ah, Gloria, sei. Sei leider selbst. Gloria hätte ich sonst gerne hier gesehen, um das auch abzuhaken, weil wir von Gloria und von Blue keine einzige Karte wissen und trotzdem wissen wir schon zwei Sachen. Weil wir eine sehr gute Taktik haben, wie ich finde. Also, ich kann es euch nur selbst empfehlen. Spielt mal nach diesem Prinzip. So, ich bin im Bärzimmer, da würde ich eigentlich gerne bleiben. Aber so kann ich mal erfragen nach dem Leuchter dann. Im Musikzimmer, Wintergarten. Warte mal, Musikgarten. Musikgarten, Musikzimmer wissen wir, hat keiner. Wintergarten habe ich selbst. Okay. Machen wir das so. So, und jetzt nehmen wir. Okay, dann jetzt stell das schlau an. Wir nehmen. Ja, ich muss die Leuchter nehmen. Demzufolge nehme ich Orchidee, weil ich jetzt ja wissen will, und die Leuchter. Keiner hat eine Karte gezeigt, hat diese Karte hier. Demzufolge hat er diese Karte hier nicht. Wo ist die 1? Hat diese Karte hier. Jeder muss hier noch, oder die Person müssen noch hier dann, muss man eigentlich noch wissen. Wir wissen nicht, welche der beiden Karten, aber somit haben wir jetzt schon die Lösung. Blumen, Leuchter, Musikzimmer. Ganz einfach geht das. Und das war eine richtig gute Runde. Also das war eine richtig schnelle Runde. Alle Karten von Grün erfahren durch eben das Ausschlussverfahren. Er hat 3 Gegenstände, also das ist schon echt hart. 3 Orte zu haben ist dann doch besser. Ihr seht, nur 13 Minuten, also das war nice. Insgesamt haben wir nur 4 Runden gespielt, wie ihr gesehen habt. Auf einmal bin ich offline. Warum bin ich offline? Kann eigentlich nicht sein, aber egal. Ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip so ein bisschen näher bringen und es auch verständlich machen. Falls ihr da aber noch Fragen habt, oder schreibt das uns mal gerne in die Kommentare, nach welchem Prinzip spielt ihr, ob es nun das Online-Cluedo hier ist oder eben das Brettspiel-Cluedo, weil ich finde, man braucht immer eine gewisse Taktik. So. Aber wenn euch hier natürlich die Folge gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke. Alles ist kostenlos und aktiviert die Glocke eben deshalb, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video auf meinem Kanal online kommt. Somit verabschiede ich mich hiermit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.